wieder zurück hier bei ETS 2 auf der Fahrt nach Polen, von Rostock nach Polen. Und ja, in der letzten Folge habt ihr ja gesehen, da war die Abfahrt gesperrt, wir hätten runter müssen. Und ja, in der Tour haben wir das komischerweise viele Abfahrten, viele Staus, alles gesperrt, wie auch immer. Ja, sie werden müde, ich weiß. Wir sind ja mit dem eigenen Anhänger diesmal unterwegs, das erste Mal. Und schon so ein Dilemma. Wir finden keinen Parkplatz zum Pennen. Das gibt bestimmt wieder schöne Geldstrafe. Warum auch nicht? Ja, ja, wir sind ja Richtung, die richtige Richtung fahren wir, Richtung Tschetschi. Bam, 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 bam. Ja, und wer jetzt gerade erst die Folge beobachtet oder eingeschaltet hat, in der letzten Folge, da habe ich den Anhänger vorgestellt, wie er aussieht, wie der LKW jetzt aussieht, von der neuen Lackierung. Da muss ich die nochmal angucken. Die Playlist ist ja unten verlinkt. Oh Baby, ja. Ja, ich werde müde, ich weiß, ich weiß. Ich habe das Gefühl, da gibt es diesmal auch einen Unfall, weil wir keinen Parkplatz finden. Oder haben die das abgeändert, dass man nur noch Strafzettel kriegt. Und bei unserem Glück, wenn wir einen finden und noch keinen Strafzettel bezahlt haben, wir wollen richtig einparken. Wir fahren 2 Meter weiter als, ja, wo wir denn schon parken hätten können. Bumm. So wie das eine Mal, dann gab es ja auch einen Strafzettel, ne? Ah, naja. Gott. Naja, ich zieh ein bisschen... Mach mich ein bisschen breit auf der Straße. Alter, gibt's hier echt keine Parkplätze? Sind die so dünn gesät in der... Wirklich neben... Berlin-Zentrum, ey. Bitte rechts halten. Ja, machen wir. Wo der uns wieder hinschickt hier überall. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Na gut. Was soll's? Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, wenn ich da noch zu komme, bevor ich einschlafe. Und wenn er uns von einer Autobahn zur anderen schickt, ne, ich meine... Denn wird man auch keinen Parkplatz finden, so schnell. Also da kommt man sich vor, Tankstellen und Parkplätze sind so dünn gesät wie die Ladestation für E-Autos. Mann, Mann, Mann. Man kann ja auch leider nicht einfach mal rechts ranfahren, hier auf dem Standstreifen und sich hinstellen und sagen, ich will jetzt schlafen. Naja gut, kannst du ja aber angeben ja auch nicht mehr. Da musst du ja auch einen Parkplatz suchen. Aber wir haben bis jetzt nur einen Parkplatz gehabt und der war kurz nach dem Start. Seitdem nicht mehr. Komm, geh weg, du Einblendung. Hier ist kein Parkplatz, Gott. Uhrzeit, siehst du, 160 Euro. Ja, was soll ich machen? Ich kann hier nicht, ja gut, ich könnte jetzt auf der Karte gucken, ne? Ob wir abseits der Hauptstraße hier, der Hauptspur, sag ich mal, was finden. Na, das ist aber... Ja, aber das ist mal so eine schöne, entspannte Ablenkung von dem ganzen
ich sag mal, Ballerspiel, also sprich Division 2, das DLC, dieses Warlord of New Yorks, ne? Was sehr geil ist, muss ich sagen. Und Wildlands, ne? Also ist doch ein schöner Kontrast. Bitte links halten. Ich will einen Parkplatz und nicht hier durch die Weltgeschichte rumballern. Ich glaube, die haben die Parkplätze rausgepatcht, oder was? Mal sehen, ob wir nochmal eine Strafe kriegen. Vorhin waren es 160 Euro, ne? Da bin ich ja mal gespannt, ob wir eine Strafe kriegen oder ob wir einen Unfall bauen oder ob die Strafe teurer wird, ob die höher geht. Ja. So, vierspurig wieder. Oder war der dreispurig? Ne, nochmal 160. Oh ja, ja, ja. Das, was wir hier an Strafgeldern verfahren oder kriegen, ich meine, das verdienen wir hier noch nicht mal, oder was? Wir fahren nur für die Strafzettel jetzt. Ach Mann, ey. Also echt mal, hier gibt es keinen Parkplatz? Was soll das denn? Also da frage ich mich, wie machen das die richtigen LKW-Fahrer? Wenn die unterwegs sind und haben ihre Ruhezeiten, die müssen ja dann auch irgendwo auf dem Parkplatz. Und wenn die keinen finden, ne? Also das würde mich gerne mal interessieren, wenn einer so jetzt so eine Tour hat wie wir. Findet keinen Parkplatz. Und er soll schlafen. Ja, was denn? Dann kann er vielleicht bloß Glück haben, dass sie da die Daten nicht gerade auslesen oder irgendwo angehalten wird. Und da dann einen Strafzettel kriegt oder ein Bußgeld, weil er nicht gepennt hat. Ja, ja, sie werden müde. Kann ich auch nichts für. Kann ich nichts für, wenn hier kein Parkplatz kommt. So. Ich weiß schon, wie ich die Folge nennen werde. Terror auf der Parkplatz. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Guck mal da, da ist doch schon wieder. Nimm die Ausfahrt rechts. Alter Junge, haben wir hier was an der Nüsse oder was? Fahren wir im Kreis? Warte mal, ich schau mal kurz auf die Karte. Echt jetzt? Wir sind nur die ganze Zeit im Kreis gefahren oder was? Was ist das für eine Routenführung? Hängen wir jetzt hier auf dem Berliner Ring rum, oder was? Alter, da wollen wir hin. Jetzt schickt er uns nochmal alles im Kreis und dann geht das wieder hier los, oder was? Können wir da nicht noch eine Spur setzen? Einmal Ort meiden. Also Berlin ist ja richtig kacke, oder was? Na, jetzt müssen wir hier irgendwie hochkommen, am besten. Ja. Zeit zu gehen. Wir sind echt jetzt die ganze Zeit im Kreis gefahren. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Und dann geht's mal nach links, dann wieder mal nach rechts. Und also die Routenberechnung war ja mal erstmal mächtig für den Arsch. Aber jetzt nicht mehr mit uns, jetzt fahren wir über Tschetschen. Jetzt fahren wir noch bis zum jüngsten Tag hier noch im Kreis, oder was? Und kassieren einen Strafzettel nach der anderen, Junge. Haben die irgendwas gepatcht mit dem Navigationsgerät, dass da keine andere Route findet? Und uns nur immer im Kreis schickt? Also ehrlich mal.
jetzt Schluss mit lustig. Jetzt fahren wir erstmal runter hier. Jetzt fahren wir ja nur im Kreis. Ist mir ja noch nie passiert. Also sollten wir mal Berlin so ein bisschen meiden, wa? Wenn da immer so viele Unfälle sind. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Oder gesperrt sind und man da immer im Kreis fahren muss. Hopp. Die Ausfahrt rechts. Ja. Gesagt, man sollte vielleicht vorher mal auf die Karte gucken, wenn wieder so eine Abzweigung kommt. Oder so eine Umleitung. Hätten wir das mal früher gemacht. Ich glaube, das werden wir jetzt jedes Mal machen. Wenn da so wieder heißt, gesperrt und so. Witzig, dass er uns die ganze Zeit im Kreis schickt. Naja, gut. Also wir werden beim nächsten Mal gleich gucken, wenn ihr irgendwo, wenn das heißt Umleitung. Ich fasse es immer noch nicht, dass er da uns im Kreis schickt. Ich glaube, hätte ich jetzt nicht geguckt, wir wären immer wieder im Kreis gefahren. Ja gut, irgendwann wäre dann mal da die Polizei weg gewesen, ne? Oh. Das meine ich. Da kannst du auch nicht bremsen. Alter Falter, jetzt wird's interessant. Ja, haben schon dreimal jetzt bezahlt. Also da kannst du jetzt echt nur Glück haben, dass nicht viel Verkehr ist oder keine Kurve kommt, wenn das nochmal passiert mit dem Einschlafen, mit dem Düsen. Alter, hier ist keine Tankstelle. Mann. Ruheplatz. Sie sind ja schon auf dem Weg gewesen dahin. Warte mal. Srpna 2002, kdy tisíciletá povodeň zaplavila celé závodiště. Od roku 2003 závodiště je opět pořádá výstihy. A to je dobrá zpráva pro nás, pro návodky koní. Ovšem potřebujeme i další dobré zprávy a například odpověď na to, co vás zajímá kolem koní. Ja, sie sind müde, ich weiß. Sie sind schon auf dem Weg. Parkplatz. Diesmal ist es richtig stressig und gefährlich gerade. Ach nee, okay. So fängt's an. Endlich, da ist es. Aber jetzt nicht noch kurz vorher einschlafen, bitte. Alter Falter. Was ist das für eine Tour heute, Junge? So, na dann schlafen wir mal schnell. So, Kurzkarte. Oh. Tankstelle ist ein Ticken weiter, okay. Also, könnte auch eine Tour sein mit drei Aufnahmen.
Und warum? Weil wir in Berlin nur im Kreis gefahren sind. Weil er uns so ungünstig langgelenkt hat. Gut, wir könnten ja auch nächstes Mal immer vorher mal gucken, hier wegen Parkplätze und so. Aber gut, komm, weiter geht's. Was für eine Tour. Oh, und wir sind noch nicht mal ganz da. Nicht mal in Sichtweite. Nicht mal in Sichtweite das Ziel. Ich hoffe, das wird nächstes Mal nicht, so, nicht wieder so werden. Ist jetzt irgendwie ganz schön fies, ne? Kommt er da angebrettert? Der sieht doch, was los ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sei ich da los. Oh, du warst zu Ende. Du brauchst noch 80 fahren, oder? Oh Gott. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ja. Oh Mann. Also es ist eine Tour zum ja, wegschmeißen. Ne? Aber ich wäre ja nicht der Terror, wenn er es trotzdem hochlädt und euch zeigt, was hier los ist. Nein, nein. Ich bin ja auch nicht der Perfektionist, ne? Ganz normaler Standard-User, der da auch nicht so... Ja, ich schreibe mir ja nicht auf der Fahne, dass ich hier der Pro-Gamer bin. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt? Ah, da wollte ich. Diese Ausfahrt. Machen wir. Machen wir. Solange du uns nicht wieder im Kreisverkehr oder hier nur im Kreis rumschickst. Na Uschi, was ist mit dir noch? Alles gut? Langeweile, ne? Kannst ja was zu trinken nehmen, da habe ich da was hingestellt. Was zu trinken. Cola, Wasser, irgend sowas in der Richtung. Dennoch die ganzen Umleitungen, Sperrungen, im Kreis fahren, immer in Berlin herumfahren, fetten Auffahrunfall vom anderen LKW-Fahrer, Mann, 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 und Bußgelder kassiert wegen Bemühungen. Das ist eine Horrorfahrt, also Chaosfahrt. Mit Chaos Trucker Terra unterwegs. Ja, ja. Ja, Auto ist. Achten Sie auf die Geschwindigkeits- oh ja, 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 ja. Alles gut, alles gut. Simply clever.
slevy CZ. Užijte si nevšichni gastronomické zážitky se slevami až 50%. Například luxusní čtyřkolové vozidlo za 70 Kč. LKW ist erstmal ja egal, der Auflieger, auch wenn wir den reparieren müssen. Aber die Ware, wenn die Fracht kaputt ist, dann kriegen wir auch weniger Geld, ne? Was mir gerade noch so einfällt, ich hoffe mal, wir kommen noch rechtzeitig an. Immer geradeaus. Ich darf nicht den Liefertermin nicht einhalten. Wer weiß. Demnächst rechts abbiegen. Ja, wäh, biege nach rechts ab. Wäh, du Unfallbaum.de. Fleißiger als ich. Ja. Fehlt noch, damit auch noch reinballern. Ne? Sind wir eigentlich schon in Polen? Haben wir schon die Grenze überschritten? Oh ja, das entspannt. Das sind die vier Jahreszeiten. Hm, herrlich, höre ich mir so gerne an im Sommer. Denn bei der Musik schön auf der Hacienda arbeiten, ist was Feines. Oh, ging so schnell, ne? Ja. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich war nur... hatte mich nur so konzentriert, oh, wie schön das hier aussieht mit der Baustelle und so. Und dabei nicht an die Geschwindigkeit gedacht. Mann. Ich glaube, es gibt Tage, da sollte ich mich nicht hinter das Lenkrad setzen. Oh Mann. Ich glaube, wir kommen hier auch wieder zum Ende der Folge, so langsam. Denn sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Bei der Chaosfahrt, denn ja. Dann lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, oder einfach mal den Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Chaotenterror unterwegs auf Europas Straßen. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Bye bye, euer Terror.